Stellen Sie sich ein Buch vor, das alle religiösen Heiligenbilder dieser Welt enthält. Der erste internationale Führer, ein Andachtsbilderkatalog mit Gebetskarten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, wurde im Marconi-Saal von Radio Vatikan präsentiert. Der Autor Graziano Toni sammelte mehr als 1000 Heiligenkalender, darunter einzigartige Stücke mit einem Wert von 3 bis 3000 Euro. Es war als Hilfestellung gedacht und ich hoffe, wir haben unser Ziel erreicht. Es soll helfen, die Entwicklung der Heiligenbilder im Laufe der Jahrhunderte zu beurteilen und vor allem die unbekannte Seite zu beachten, wo sie gedruckt wurden, wie sie gedruckt wurden. Abgesehen vom künstlerischen und religiösen Aspekt glaube ich, dass sie ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur sind. Welche Heilige sind besonders beliebt und an wen wenden sich die Menschen in schwierigen Zeiten? Mein Lieblingsheiliger ist der heilige Josef, denn er ist ein außergewöhnliches Beispiel an Demut, Toleranz und Güte. Ich glaube, er ist beliebt, weil er ein Arbeiter ist, ein Tischler. Für mich gibt es nur die Morenita, die Jungfrau von Montserrat, denn sie hat mir bei so vielen Gelegenheiten geholfen, vor allem bei der Gesundheit meines Sohnes. Jedes Jahr besuchen wir das Kloster von Montserrat. Mein Lieblingsheiliger ist der heilige Antonius von Padua, weil ich durch ihn einen Verlobten gefunden habe. Und seither habe ich ein Bild von ihm in meiner Brieftasche. Mein Favorit ist der heilige Petrus, denn in entscheidenden Momenten hilft er mir sehr viel. My favorite saint is Saint Teresa the Child Jesus. Meine Lieblingsheilige ist die heilige Teresa vom Kinde Jesus. Sie war eine sehr einfache Person, die Gott durch kleine Dinge erreichte, da sie nicht die Möglichkeit hatte, große Dinge zu tun. So wie auch wir an einem normalen Tag. Alles, was sie getan hat, machte sie aus großer Liebe zu Gott.